Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Welche ist die kleinste zweistellige natürliche Zahl, die gleich zum Produkt ihrer Ziffern plus deren Summe ist? Nennen wir x die Zehnerziffer der Zahl und y die Einerziffer der Zahl. Die Zahl selbst ist dann natürlich x mal 10 plus y. Die zweistellige Zahl ist also 10x plus y. Und diese Zahl ist gleich zum Produkt der zwei Ziffern plus die Summe der zwei Ziffern. So erhalten wir also diese Gleichung, in der wir beidseitig dieses y reichen können. Somit bleibt diese Gleichung, diesen x-Term setzen wir links rüber, somit steht links 10x minus x, also 9x. 9x ist gleich zu x mal y und so sehen wir, dass wir beidseitig durch x teilen dürfen, aber Vorsicht, das dürfen wir nur, wenn wir sicher sind, dass x nicht 0 ist. X ist die Zehnerziffer der Zahl und die Zehnerziffer kann nicht 0 sein, denn wäre sie 0, dann wäre diese Zahl nicht zweistellig. Also können wir hier ohne Einschränkung durch x teilen und finden somit, dass diese Bedingung erfüllt ist, dann und genau dann, wenn die Einerziffer 9 ist. Das heißt, diese Eigenschaft gilt für diese zweistelligen natürlichen Zahlen 19, 29, 39, 49 und immer so weiter bis 99. Hier wird aber die kleinste dieser Zahlen gefragt und die kleinste ist 19. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 19. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.